ihr Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute mal eine kleine Late-Night-Runde Minecraft Jump League. Ja, es gab jetzt ja gestern kein Video, das tut mir sehr, sehr leid. Irgendwie habe ich es überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Heute auch nicht, deswegen dachte ich mir, wir spielen jetzt einfach nochmal eine schnelle Runde Minecraft Jump League. So zum Abschluss quasi des Tages. Und ich habe vorhin auf Twitter gefragt, was ihr gerne sehen wollt. Ich probiere dann mal morgen. Ich möchte unbedingt wieder eine Bed Wars Challenge hochladen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und halt auch sowas wie Ender Games. Vielleicht auch mal wieder eine Runde Survival Games. Bloß das Problem ist, heute komme ich da leider nicht mehr zu. Und ich dachte mir, bevor jetzt gar kein Video mehr kommt, das finde ich nämlich auch blöd, das ist doof irgendwie und dachte ich mir, ich bringe euch noch eine schöne Runde Minecraft Jump League. Ja, ich kann mal jetzt kurz über etwas berichten. Und zwar war ich heute im Kino gewesen, bis gerade eben. Was habe ich geguckt? Es interessiert vielleicht einige von euch. Ich habe geguckt Fuck You Goethe 2. Ich fand den ersten Teil schon mega, mega, mega geil. Irgendwie mega witzig. Und ich kann sagen, der zweite Teil ist, finde ich, sogar noch besser geworden als der erste Teil. Also der zweite Teil ist so enorm witzig. Da gibt es so witzige Stellen. Es gibt ja immer so Filme, da sind ja im Trailer schon die witzigsten Stellen. Und das ist bei Fuck You Goethe definitiv nicht der Fall. Da gibt es so viele Lachen, Stellen zum Lachen und was weiß ich. Ich möchte natürlich jetzt hier keinen spoilern. Ich kann nur irgendwie mal sagen, es lohnt sich, finde ich, den anzugucken. Wer ihn vielleicht schon geguckt hat heute, kann mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich bin ja eigentlich ein recht großer Fan. Ich finde zum Beispiel auch Elias Mbarik mega, mega, ist irgendwie mega der coole Schauspieler. Also irgendwie ist das so, weiß ich nicht, das ist, finde ich, echt mega witzig, was der macht einfach. Und halt auch so die Kombination von diesem ganzen Film quasi, von denen, die da mitspielen, die finde ich schon irgendwie voll gut gemacht, weil es halt einfach übertrieben aufeinander passt, so, keine Ahnung. Und deswegen finde ich halt auch, dass es einfach, ja, mega witziger Film ist. Und der zweite Teil, da habe ich mich echt mega drauf gefreut. Und der ist ja jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen, glaube ich. Ich glaube, seit vorgestern kann das sein. Also seit Donnerstag, glaube ich. Ich glaube, seit Donnerstag läuft er erst in den Kinos. Und ja, ich dachte mir da mal, wir gucken mal den direkt hier. Und ich war da mit ein paar Freunden gerade eben. Und es war echt, also ich habe mich sehr doll amüsiert. Und Fuck You Goethe 2 kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Ich kann ja vielleicht einfach mal für die Leute, obwohl, ja, ihr könnt ja selber einfach oben bei YouTube Fuck You Goethe 2 Trailer eingeben. Für die Leute, die den Trailer vielleicht dazu noch nicht kennen. Im Trailer kommt ja auch schon diese eine Szene, glaube ich, vor. Ja klar, die kommt schon im Trailer. Wo Herr Müller, also das ist hier, der wird von Elias Mbarik gespielt, vorne so auf so einem Gepäckwagen liegt auf dem Flughafen. Das ist so witzig. Das ist auch schon eine ziemlich cranky Szene. Eine ziemlich kranke Szene. Szene aus dem Film. Und ja, der Rest ist auch einfach, das ist so witzig alles. Und ist auf jeden Fall, finde ich, eine Empfehlung zu gucken. Für Leute, die sehr auf Comedy stehen. Ich finde Comedy-Filme immer übertrieben witzig. Ich weiß nicht, welche Schauspielerin ich so aus dem Bereich auch noch witzig finde, ist die Hauptdarstellerin von Tammy. Das ist, glaube ich, Melissa McCarthy, kann das sein? Da kenne ich den Namen gerade nicht so. Die finde ich zum Beispiel auch noch recht, recht lustig. Vor allem irgendwie mit der Art, so die sie da, ja, verkörpert, das ist einfach so witzig. Und ich bin gerade so am Failen, das kann nicht sein, ey. Das kann auch wieder, das ist wieder typisch. Es ist abends, ja, etwas später abends, ist schon, ja gut, okay, etwas später abends ist jetzt vielleicht weit hergeholt. Es ist aber schon 22.30 Uhr und das Video kommt wahrscheinlich erst so gegen 23 Uhr höchstens online, wenn nicht sogar noch später. Also wir sind hier schon richtig im Late-Night-Bereich, vielleicht war ja gerade eben noch jemand von euch im Kino, kann ja sein, ne?
laufen ja meistens immer die Vorstellungen so, ja, zwischen, ja, weiß ich nicht, okay, ich glaube, nachmittags kommen auch schon welche, aber halt so eher in den Abendbereich beziehungsweise in den Nachtbereich rein. Ja, so halt so bis 22 Uhr oder bis 24 Uhr gibt es ja auch manche Filme. Es gibt ja auch Filme, die erst um 23 Uhr starten, dann bis 1 Uhr in der Nacht gehen. Denkt man sich auch, what the fucking hell is this? Ja, nee. Aber allgemein kann man mal sagen, finde ich ja, es hart so. Also ich gehe eigentlich recht gerne ins Kino. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ganz schön. Aber was ich heftig finde, sind einfach die Preise von einem Kino. Es ist so krass teuer bei den großen Ketten so, also bei diesen, ja, bei den großen Kinos halt, die man so kennt, so, ich will jetzt mal keine Namen nennen, so, ja, ich sage jetzt mal Cinemax zum Beispiel. Das ist ja so eine Kette, die man kennt. Und ich finde, da ist das so teuer. Also da fängt es ja schon an mit den Tickets, dann geht es ja schon weiter mit dem, quasi mit dem Popcorn und Co. Das ist ja echt alles, also ich weiß nicht, ja gut, okay, vielleicht sind die Filmlizenzen jetzt auch nicht unbedingt billig, ne, aber ich meine, ich finde es irgendwie krass, dass da halt so im Kino, ja, ich meine, die Kinokarte kostet schon ordentlich was und dann kommt noch Werbung obendrauf, ne, die halt im Kino gezeigt wird und auch meistens nicht gerade so kurz, ne, denkt man sich auch, what the fuck, what's going on here? Ja, und, ja, das ist so mal dazu gesagt, finde ich. Also das finde ich immer ein bisschen heftig, dass es halt so ein so ein Kinoabend sehr, sehr teuer ist. Wenn man dann so überlegt, was so eine DVD dann kostet im Gegensatz, ne? Ich meine, die DVD kostet meistens, glaube ich, weniger als ein Kinobesuch. Also wenn eine DVD raus oder eine Blu-ray, DVD, Blu-ray, wie auch immer, rauskommt, dann kostet die doch meistens so, sagen wir, höchstens 20 Euro. Wenn überhaupt, zu 16 Euro oder sowas kostet, glaube ich, die Blu-ray, DVD wahrscheinlich ein paar Euro weniger. Und dafür kann man sich die dann 10.000 Mal angucken, so gesehen. Und ins Kino geht man ja nur einmal rein und bezahlt trotzdem übertrieben viel. Ne, das ist so heftig. Alter, wie viele Leute leften denn hier? Wir sind gleich nur noch zu viel im Deathmatch. Mega geil. Läuft bei denen, ey. Alle keinen Bock mehr, ey. Like, now Jump League. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Ne. Vor allem, wir haben Samstagabend, da kann doch nicht alles um 22.35 Uhr mittlerweile leften. Das ist ja wohl verrückt. So. Zack. Okay, jetzt. Ja, wenn man dann mal springen könnte. So, jetzt aber. Und deswegen, das finde ich ein bisschen heftig. Könnt ihr ja auch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, was ihr da so von haltet. Also, ob ihr gerne ins Kino geht oder nicht so gerne oder weil ihr denkt, ja, ist mir zu teuer oder nee, ich finde, Kinoatmosphäre muss sein. Geile Filme will ich schon im Kino gucken oder sowas. Oder, boah, nee, ich warte lieber drauf, bis sie auf Blu-ray erscheinen, ne? Man weiß ja nie so, da gibt es ja verschiedene Meinungen, da gibt es ja verschiedene, ja, verschiedene Sachen. Was ich zum Beispiel, ich glaube, nie im Kino gucken könnte, weil ich da, also ich bin ja nicht so der Fan davon. Ich gucke das manchmal, ich finde es eigentlich auch ganz, ja, witzig jetzt nicht, aber halt mega gruselig. Also sind jetzt Horrorfilme so zum Beispiel. Ich glaube, das könnte ich mir nie im Kino geben, weil es einfach auf dieser großen Leinwand, Alter, da kriegst du ja zu viel, ey, da wirst du ja beknackt davon. Wenn du dir das da anguckst, finde ich, also das finde ich schon, das ist mir ein bisschen too heftig. Na toll. Okay, jetzt haben wir es verkackt. Gut, alles klar. Wir gönnen uns jetzt mal eben ganz kurz das Equipment hier. So, dann machen wir mal den hier oder eher das. So, okay. Ja, 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 ja. Nein, 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 er hat uns einen Schlag mehr gegeben. Nein, oh Gott, ja, ja, ja. Ja, nice. Okay, jetzt kann ich schnell was essen. Nein, oh Gott. Damn it, bleib weg von uns, bleib weg. Nein, oh shit, ey, das war doch so klar, das war so klar, so haben wir überhaupt alles Gute angezogen, ja, haben wir. Okay, jetzt gönnen wir uns mal eben kurz die Angel hier. Du, das kann ich auch, angeln kann ich auch, hier wie du siehst. Ich kann nur dieses Hotkey, dieses Schnelle nicht so, da bin ich nicht so der Profi drin, ey. Nice, was? 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 Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Leute, oder? Oh Gott. Es leben doch nicht mehr so viele. Okay, der eine, der hält sich entweder ganz raus. Ich glaube, der hält sich komplett raus, ne?
Oder der snackt einfach alle, weil wegen krasses Equipment, da ist er. Da ist er, der Freund der Sonne. So, erstmal ein bisschen. Oh Gott, Alter, was gibt der denn für Kombos? Oh mein Gott, oh mein. Nein, und da war noch einer hinter uns. Scheiße. Ah, Gott. Verdammte Scheiße. Boah, nein. Das war doch jetzt schon wieder zu verrückt, um wahr zu sein. Ich würde sagen, ja, der Winner ist natürlich ganz klar, GG. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne eure Sachen in die Kommentare. Ja, was ihr so denkt über Kino und so. Und ja, ob ihr den Film eventuell schon gesehen habt oder nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder bei einem neuen Video. Macht's gut und bis dahin. Cheerio, bye bye. Tschüss.